Ja, der Potzmann hier. Natürlich mit Bier. Einen guten aus Sachsen. Schade, dass es das bei uns nicht gibt, der Sternburger. Naja. Ich hatte tatsächlich mal die Anfrage von einem Sebastian Wichert. Wenn das der ist, und ich kenne nicht allzu viele, oh, die muss ich mal sauber machen, mache ich gleich. Ist das mein ehemaliger Nachbar? Der wollte, dass ich das sogar im Zelt mit den Übernachtungen mache. Obwohl, da hat man gemerkt, er ist kein Abonnent. Er schaut sich auch meine Videos nicht wirklich an, nur die kleinsten Teile. Und naja. Dadurch, aber ich muss auch dazu sagen, er war immer ein Mitläufer. Also rauchen cool, also rauche ich. Leute zusammenschlagen, also schlage ich sie zusammen. Naja, gut. Darum geht es aber jetzt nicht. Ich habe mich tatsächlich auf, wenn das der Parkplatz, er hat einmal die Pfingstwiese und einmal den Waldparkplatz. Ich hatte eigentlich die Pfingstwiese tatsächlich für die Woche geplant, wird aber höchstwahrscheinlich bis jetzt nichts, aber ich bin tatsächlich auf dem Waldparkplatz. Hat er nur und nicht unbedingt mal unter das Video, und daran habe ich gemerkt, er ist kein Abonnent. Er hätte ja mal genau dran schreiben sollen, da war ich mit dem Pierre nämlich hier. Ich hoffe, das ist dieser Waldparkplatz, deswegen. Hier in Kreas Häuschen, das werden wir dann erfahren, wenn er sich darüber beschwert. Was hast du über mich gesagt, du Drecksau? So, dann werden wir Bescheid wissen. Ich sage doch Arschloch oder irgendwas anderes, aber er wird sich beschweren, das steht schon mal fest. Darauf trinke ich an. Aber ist das nicht schön? Naja. Nein, ich bin tatsächlich am Lagerfeuer. Das ist ja die Stelle, die ich euch damals mit dem Pierre gezeigt habe. Jetzt sieht man noch ein Auge. Boah, ist ja wie bei. Jetzt sieht man nicht mehr. Gerade eben sah es aus wie bei Yu-Gi-Oh! Nee, und ich werde mich jetzt auch ins Auto begeben. Ich wollte euch das nur vorher kurz zeigen. Ne? Das heißt, du hast das gerade eben erst aufgenommen. Aber ich werde euch tatsächlich so lange jetzt beibehalten, bis ich im Auto bin. Und werde die Uhrzeit zeigen. Und dann haue ich mich aufs Ohr. Im Auto tatsächlich auch. Einfach nur, weil ich auch viel getrunken habe. Obwohl das jetzt nicht unbedingt der Grund wäre, hier zu bleiben. Aber ihr wisst, was ich meine. Es ist arschkalt. Wie gesagt, die Idee mit dem Zelt ganz nett. Aber ich mache Parkplätze. Ich schlage auf der Pfingstwiese, ja, jetzt ist es dunkel, ich schlage auf der Pfingstwiese nur einen einzigen Hering. Und wenn ich eine weiche Stelle finde, sofort nur ein. Und schon ist die Polizei da. So. Ich meine, ich habe mehr als genug Anzeigen am Hals. Also von daher brauche ich jetzt nicht noch eine zusätzliche, wo ich dann auch noch selber dran schuld bin. Also von daher. Oh, ist ja offen. Na egal. So, jetzt ist wieder Licht. Ah. Jetzt hoffe ich, dass die Elektronik geht. Das ist nämlich immer ein Riesenproblem in der Kiste. Weil dann kann ich euch zeigen, auch wie spät es ist. Wie gesagt, ich hoffe es jetzt, dass die geht. Und dann hoffe ich, dass ihr es seht. Oh ja. 3:58 Uhr. Ich mache auch gleich ein Foto von. Wird es wahrscheinlich 4 Uhr sein. Aber ich fahre jetzt auf den Hauptparkplatz, weil ich stehe direkt hier an der Feuerstelle. Ich muss zwar morgen früh und herrgottsfrüh raus, aber weil ich müde bin und betrunken vor allem, fahre ich jetzt auf den Parkplatz. Außerdem, wie gesagt, der Förster könnte vorbeikommen und dann werde ich auch noch unnötigerweise geweckt, und das vorher, als ich wollte. Obwohl, das kann auch so oder so passieren. Polizei, Förster, Wildfremde. Ah, da ist er, da muss ich unbedingt klopfen. Wie der Sebastian Wichert. Deswegen schreibt er mir. Wie gesagt, er ist kein Abonnent. Das finde ich sehr schade, weil er schaut sich ja die Videos an wie ein Bekloppter. Aber trotzdem, naja. Es ist schwierig, dass. Normalerweise stelle ich mich gerne weiter hinten hin. Ich stelle mich heute mal hier. Jetzt hat er runtergefallen. Ich hoffe, es ist noch an. Ja, tatsächlich. So. Nee, jetzt habe ich einen kleinen Parkplatz hier. Ich weiß nicht, ob man es sieht. Sollte Platz. Weil hinter mir ist ein Riesenhänger. Ich war erst am Überlegen, mich dahin zu stellen. Aber naja. Dann schaue ich mich hier aufs Ohr, indem ich auch erstmal den Sitz zurücklehne. Und dann gucken wir mal, wann ich wach bin. Weil der Wecker ist eh gestellt. Aber ich bin echt müde, ganz ehrlich. Und es ist arschkalt hier. Da brauche ich gar keinen. Okay, weiter. Aber der ist ja noch besser als mein altes Auto. Obwohl ich das Auto nicht mehr lange habe. Naja, was soll's. Alter, dann, wir sehen uns später. Haut rein, ciao. Moin. Also. Na, also richtig geschlafen habe ich jetzt nicht. Ich bin echt voll weggepennt kurz. Hat angefangen zu regnen, und es ist in kürzester Zeit sehr kalt hier drin geworden. Ich muss immer noch in 3 Stunden aufstehen.
Aber ich fahre jetzt heim. Deswegen, die Uhrzeit habe ich heute noch. Ich glaube, ich habe jetzt gerade noch für gerade mal 20 Minuten bin ich voll weggenickt. Deswegen, mal gucken. Naja, haut rein. Beschwerden kommen wahrscheinlich ständig, aber solange dieses Video angeklickt wird, solange diese Videos geliked werden und solange Kommentare drunter kommen, ist es Werbung. Und schlechte Werbung kann auch Werbung sein. Und das wisst ja alle. Also rein mit eurer schlechten Werbung und so weiter.